Läuft. Hallo, ihr Lieben. Ich melde mich mit einem ganz langen Zeitabstand und es haben viele gefragt, wie geht's dir? Wie läuft es denn jetzt eigentlich? Wie funktioniert das mit dem Magenbypass? Wie funktioniert das mit dem Essen? Bereust du es? Klappt das mit dem Gewicht und so weiter? Und ich bin zwar ein bisschen erkältet, aber vielleicht habe ich gerade deshalb jetzt im Moment so ein bisschen den Ruhemodus und kann mich nochmal melden. Ja. Also ich gebe ganz kurz einen Zwischenstand durch, wie die ersten paar Wochen so verlaufen sind. Ja, also ich habe jetzt seit fast 3 Monaten den Magen-Bypass, kann man eigentlich so sagen. Also in der nächsten Woche habe ich ihn dann 3 Monate lang. Und ich bereue gar nichts. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich frage, warum habe ich das nicht vor 25 Jahren schon gemacht, als ich die 200 Kilo gewogen habe. Da hatte ich ja den dringenden Rat des Chirurgen oder aller Chirurgen ja ausgeschlagen, mit einem Bypass ins Rennen zu gehen. Selbst meine Krankenkasse hat gesagt, sie würden mir lieber den Bypass bewilligen als das Magenband und so weiter. Ja, warum habe ich es nicht gemacht? Die Frage wurde mir ja auch gestellt in den Kommentaren, warum ich entscheiden würde, ein Band zu nehmen oder einen Schlauchmagen im Gegensatz zum Magen-Bypass. Ich meine, jetzt wisst ihr ja, ich habe den Bypass, ist auch total in Ordnung. Aber die Hintergründe, die mich jetzt 10, 20 Jahre davon abgehalten hatten, einen Magen-Bypass mir setzen zu lassen, war in erster Linie mein Mama-Wunsch. Und jetzt sagen natürlich ganz viele, na nein, man kann super schwanger werden und 3 Kinder kriegen, auch wenn man ein Leben lang supplementiert und der Magen-Darm-Trakt modifiziert ist und man ein Leben lang mal resorbiert. Also eine eher schlechte, also wunschgemäß, aber eine eher schlechte Aufnahmequote von Nährstoffmenge zu Nährstoffverstoffwechslung hat. Ich wollte unter diesen Umständen eines Magen-Bypasses nicht mit der Kinderplanung starten. Ich habe auch nicht gedacht, dass das mit dem Band so super klappt, sonst hätte ich auch die ganzen plastischen Operationen und Wiederherstellungsoperationen ja gar nicht machen lassen. Ja, jetzt ist es so. Also ich habe jetzt nachträglich den Bypass. Ich bin super glücklich. Es hat sich wahnsinnig viel verändert in der Zeit, abgesehen jetzt vom Gewicht. Kann ich gleich noch was zu sagen zu der Kurve und auch zum ersten Plateau, was ich jetzt durchgearbeitet habe. Ja, wo fange ich an? Also vielleicht erstmal bei der Frage, wie geht's dir gerade? Was hat sich denn am Gewicht getan? Also ich habe in den ersten 6, 7 Wochen unfassbar viel, also unfassbar viel. Ne? Ich hatte ja dieses Jahr als Höchstgewicht so 129, in die OP bin ich mit 124. Ich bin jetzt bei 100 Kilo, hatte das aber schon vor 3, 4 Wochen. Also es ging wahnsinnig schnell. Also ich habe diese 25 Kilo in ein paar Wochen abgenommen. Jetzt geht es ja gerade wieder runter, nachdem ich 3,5 Wochen ein erstes Plateau hatte. Womit das zusammenhängt, erkläre ich gleich, weil ich ja erst seit kurzem wieder komplett normal essen kann. Aber dieser Gewichtsverlust in den ersten 2 Monaten war enorm. Es hat mich auch ein bisschen angestrengt, das auszuhalten, dass ich innerhalb von 1, 2 Monaten das dramatische Übergewicht verloren habe und jetzt schon mich selber eher als stabil, stark und ein bisschen moppelig empfinde, aber nicht mehr Adipositas Grad 3, also ja, todesbringendes Übergewicht, so heißt es ja dann übersetzt. Entschuldigung für den Wackeldackel. Na, und dieses Plateau, genau, was ist denn dann passiert? Also ich konnte die ersten 1, 2 Monate gar nicht gut essen. Wenn ich gegessen habe, habe ich innerhalb von wenigen Minuten Übelkeit oder Schmerzreaktion gehabt. Oder spätestens nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde auch 3-mal bisher ein Dumping mit Kreislaufzusammenbruch. Ich war sehr, sehr lange in der flüssigen Phase, war auch extra lang in der Breiphase, war dann auch ganz, ganz lang in der Aufbaukostphase. Also nicht jeweils 2 Wochen, sondern immer noch schön ein bisschen zarter und zaghafter gewesen. Aber mein Magen hat tatsächlich sehr, sehr lange jede Form von Brei oder Weichkost nicht gut vertragen und erst sehr, sehr viel später als bei vielen anderen konnte ich dann das erste Mal normale Nahrung zu mir nehmen. Das ist jetzt vielleicht 3, 4 Wochen her. Und ja, natürlich, wenn ich dann wieder was anderes als Eiweißshakes und Magerquark und ganz weiches Rührei zu mir nehme,
Klar fängt der Körper dann auch mit jedem Gramm Kohlenhydrat in den Muskelfasern an, Wasser einzulagern. Natürlich wird der Magen-Darm-Trakt wieder gefüllt. Also ihr erinnert euch vielleicht an das erste Video direkt nach der OP, wo ich gesagt habe, ja, die ersten 1, 2 Wochen, diese 5, 6 Kilo sind Magen-Darm-Inhalt und Entwässerung. Und das Gleiche passiert natürlich im Umkehrschluss wieder zurück, in dem Moment, wo man wieder ganz normal Kohlenhydrate oder gesalzene, prozessierte Speisen zu sich nimmt. Also was ist da passiert? Ich habe bei dem Plateau bei 103 Kilogramm über 3 Wochen lang keine Veränderung mehr gemerkt. War selber total irritiert, wie das sein kann, weil ich nicht in einem großen Kaloriendefizit, aber dennoch Kalorien reduziert gegessen habe. Jetzt nur so grob überschlagen. Und habe dann später festgestellt, als ich bei der ersten Nachsorgeuntersuchung war im Adipositas-Zentrum, ist mir natürlich klar geworden, dass ich wirklich diese 2 Monate in einem totalen Fastenzustand war. Und als mein Magen dann langsam angefangen hat, oh ja, da geht auch mal richtiges Fleisch, oh, da geht auch Gemüse oder mal kohlenhydrathaltige Speisen oder Mischkost oder so. In dem Moment baut sich natürlich wieder der komplette Magen-Darm-Trakt auf mit Füllmenge von 3, 4 Kilo. Und natürlich lagert dann ein 100 Kilogramm schwerer Körper, der jetzt nicht wenig Muskeln hat, natürlich auch wieder die üblichen 3, 4 Kilo Wasser ein. Und wer zu Lipödem oder überhaupt zu Ödem neigt, weiß, dass so ein Körper je nach Medikamentengabe oder nach Ernährungsumstellung auch mal mehr als 5 bis 6 Kilo Wasser einlagern oder auch abwerfen kann. Es gibt Leute, die haben 10 Liter Wasser im Körper permanent, und wenn die dann entwässern, sind innerhalb von 2 Wochen oder so ist das Wasser raus. Ja, so. Deswegen dieses Plateau, Leute, von dem ich die ganze Zeit verzweifelt dachte, oh nein, wie kann ich denn 4 Wochen nichts abnehmen? Nee, Moment, das war ja kein Plateau, sondern mein Körperfettanteil ist in der Zeit natürlich gesunken, um die üblichen 2, 3 Kilo pro Woche. Aber mein Wasseraufbau und mein Magen-Darm-Inhaltsaufbau ist entsprechend gestiegen. Das heißt, dieses Gewichtsplateau auf der Waage, ich muss mal kurz das Banner wegmachen, dieses Gewichtsplateau auf der Waage, von dem man immer sagt, lass dich davon nicht täuschen, das hat mich wirklich 2, 3 Wochen irre gemacht. Weil ich dachte, oh Gott, ich verliere gerade kein Fett. Katharina, denk nach. Ist natürlich Quatsch. Ich habe genauso viel Fett verloren wie den Wochen davor, nur dass ich eben das nicht so gemerkt habe, weil ich parallel, also ich erkläre es nicht nochmal, ich denke, es ist klar geworden. Ne? Die erste Woche habe ich ja nicht gelten lassen mit den 5, 6, 7 Kilo Verlust, weil ich wusste, das ist Magen-Darm-Inhalt und Wasser, und dann ist das natürlich auch später der Fall gewesen. Naja, von 103 bin ich jetzt aber wieder weiter runter, also seitdem ich das wieder gelevelt habe. Offenbar, und der Fettverlust die Menge an Wasser und Nahrungseinlagerung in Gewicht übersteigt, fällt auch wieder das Gewicht auf der Waage. Ich wiege mich alle 1, 2 Wochen ungefähr. Bin jetzt soweit ganz happy. So. Klamotten passen natürlich alle nicht mehr. Meine Einkäufe sehen anders aus. Ich esse 4 bis 5 Mal am Tag mittlerweile. Natürlich eine schwer eiweißbasierte Mahlzeit. Also. Mahlzeit ist immer noch eine Handvoll, ne? Also, wie viel passt in so eine Hand? 100 Milliliter, 150 Gramm, je nach Nahrungsmittel. Manchmal schaffe ich auch 200 Gramm oder 200 Milliliter Nahrung, aber viel mehr soll es ja auch gar nicht sein, dann lieber öfter und ein bisschen immer mal wieder. Ja, also alles in Ordnung soweit. Ich bereue es nicht. Freue mich jeden Tag darüber, die Beweglichkeit, also nicht nur in Sachen Mobilität, sondern überhaupt dieses Umsetzen von Kraft auf Körpergewicht ist natürlich enorm verändert. Also ich weiß noch jetzt im Laufe des letzten Jahres 2023 mit irgendwie 129 Kilo oder 125 im Vergleich zu jetzt, das ist ein halber Zentner weniger. Ist wirklich krass. Also ich freue mich wirklich sehr, dass ich das gemacht habe. Und wenn es so weitergeht, also sollte es so weitergehen, bin ich in 2, 3 Monaten fertig. Dann habe ich einfach mal in 5, 6 Monaten mein Ziel erreicht. Wofür ich jetzt seit 35 Jahren kämpfe, ne? Also, ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für eure Rückfragen, für eure Genesungswünsche, Besserungswünsche. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich einkaufen gehe,
kaufe ich immer dieselben 20 Produkte, nichts anderes, aber mein Speiseplan, also wenn ich mal bei Freunden zu Gast bin oder im Restaurant oder in der Kantine oder sowas, mein Speiseplan ist komplett divers, sobald ich das möchte. Ich mache das im Moment noch nicht, weil diese 200 Gramm Volumen in meinem Bauch möchte ich ungern mit Nudeln oder Toastbrot oder Baguette oder leerem Gemüse oder sowas füllen, sondern da achte ich schon dann darauf, dass das hauptsächlich essentielles Protein ist, was ich eben nicht supplementieren kann. Alles andere kann ich supplementieren, aber diese paar Öle bzw. Proteine, viele, kann ich nicht supplementieren. Das geht einfach. Es ist noch nicht möglich. Vielleicht in 5 Jahren oder so, dann kann man das supplementieren, aber wie soll das funktionieren? Es gibt nur essentielle Fettsäuren und essentielle Aminos, also Proteine. Alles andere kriegst du in der Tablette als Magenpatient in der Form, ne? Deswegen 5-mal am Tag essen, 5-mal am Tag High Protein. Der Rest ist erstmal gerade nicht wichtig. Also alles andere kriege ich später auch noch auf die Reihe. Ja, das war's. Bin ich unter 20 Minuten? Ja, komm, schaffen wir. Also, herzlichen Dank. Ich melde mich sicherlich bald wieder. Ihr kennt das, in meiner Welt kann das auch mal ein Jahr heißen. Aber ich freue mich wirklich. Ja. Bis bald, lasst es euch gut gehen. Und falls ihr Fragen habt, stellt sie. Ich melde mich ja alle paar Wochen oder Monate dann nochmal. Ciao, tschüss und gute Besserung für alle, die gerade auch krank flach liegen. Ciao.